Die Anzeichen sind eigentlich ganz einfach. Sekundenartiger Drehschwindel, der kurzzeitig anhält, dann hört er wieder auf. Und es ist lageabhängig. Das heißt, wenn man zum Beispiel rechts an links dreht, kann das auftreten. Und im Alter ist es so, dass es tatsächlich häufiger vorkommt, weil es damit vergesellschaftet ist, dass auch weitere Schwindelprobleme, wie zum Beispiel ein Ablassen der Funktion der Gleichgewichtsorgane hinzutritt auf beiden Seiten, die das Ganze verschlimmern können. Grundsätzlich gilt das, auf jeden Fall ist das richtig. Vor allen Dingen Bewegung ist ganz gut bei der ganzen Sache, weil es nämlich so ist, je mehr man sich bewegt, dreht man umso mehr sein Gleichgewichtsorgan. Und das Gleichgewichtsorgan oder Gleichgewicht sind letztendlich, besteht ja nicht nur aus dem Innenohr, sondern es besteht aus sogenannten Muskelspindeln in dem Bereich der Extremitäten. Es besteht aus Rezeptoren im Bereich der Haut, also Gefühlsrezeptoren, die einem sagen, wo man steht, wie man sich bewegt, ob es ein gerader oder ein Untergrund ist. Und es besteht aus den Augen letztendlich, die auch nochmal zusätzlich eine Rückkopplung geben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das trainiert. Und alle Sinne, die man trainiert und schärft, sorgen dafür, dass man im Alter natürlich weniger Probleme hat. Operieren kann man ihn nicht, zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Kann sein, dass es in Zukunft anders sein wird. Es gibt da schon einige Versuche dazu. Aber grundsätzlich ist es so, dass Lagerungsschwindel nicht operativ zu behandeln ist, sondern mit einem Befreiungsmanöver behandelt wird. Und da gibt es jede Art und Form des Lagerungsschwindels. Da gibt es ja auf jeder Seite drei Paar Bogengänge, rechts und links unterschiedlich. Und dafür gibt es jeweils ein Befreiungsmanöver, was man durchführen kann. Das hat eine hohe Erfolgsquote, in der Regel so um die 80%, sodass man sagen kann, dass Befreiungsmanöver eigentlich der Goldstandard sind, selbstverständlich der Therapie und eine Chirurgie momentan nicht in Frage kommt.